Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Ich mache einen auf Dizzy. Hey, ja. Nee, und zwar dachte ich mir, ich schau mal in dieses Spiel rein. Das, was ihr vorher wissen solltet, ist, ich bin ziemlich schlecht in The Binding of Isaac. Ich habe es schon ein paar Mal gespielt, aber ich bin nicht gut. Aber ich dachte mir heute, komm, das mache ich. Das ist bestimmt witzig. Ich habe keine Ahnung. Okay, bisher Ahnung hab ich schon. Also mit der Steuerung komme ich schon etwas klar. Ich spiele jetzt gerade mit Tastatur, weil ich es mit dem Controller nicht hinbekommen habe. Weil das ein bisschen rumgespannt hat mit dem Installieren. Also muss vorher erst die Tastatur erhalten. Aber das soll nicht das Problem sein. Ja, ich habe gestern meinen PC neu aufgesetzt, weil er wieder rumgespannt hat. Und momentan läuft es eigentlich wieder ganz in Ordnung. Beziehungsweise ist das jetzt eigentlich auch ein Test, ob es jetzt funktioniert. Aber ich denke, das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ja, schöne Fliegen. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe echt nicht so die Ahnung von Binding of Isaac. Ich weiß weder, welche Items gut für einen sind, noch was die machen. Alles klar. Ja, sehr schön. Wir haben leider keinen Schlüssel. Aber das macht nichts. Oh, ja. Wir können direkt zum Boss warten. Das machen wir kaputt mit unserer Bombe. Ja, nice. Jetzt haben wir extra Leben, die wir nicht einsetzen können. Das ist doch echt geil. Nee, da gehe ich noch nicht rein. Ich brauche ja noch irgendwie Items oder irgendwie. Wir brauchen noch XP, Leute. Man kriegt ja XP. Moment mal, die Dinger. Sind das Zielsuchraketen? Nee. Sind. Das Spiel ist verwirrend. Okay. Für alle, die jetzt gerade neu sind und zugucken, wundert euch nicht. Ich bin kacke. Oh, scheiße. Ah! Was? Ne, wow. Ja, wenigstens können wir gleich im Nebenraum wieder die Leben. Was zum Fick ist das? Fetal Protection. Okay, alles klar. Ja, gut. Ich habe ein bisschen bei Decidius gesehen. Bei dem lieben Digi. Aber so selbst habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht die Ahnung. Okay, guter Boss. Ich glaube, ich habe es auch noch nie geschafft, Marm zu besiegen. Also ich bin so ein richtiger Kacknoob. Aber er hier ist ganz schön... Aua. Oh, ich habe gar nicht die Herzen eingesammelt, fällt mir gerade ein. Wir machen ja auch keinen Schaden, könnte es sein. Muss wohl daran liegen, dass ich so kacke bin. Ja, guck mal jetzt. Aber... Eigentlich läuft es eigentlich... Es läuft ganz in Ordnung. Okay. Es läuft nicht in Ordnung. Wir haben ein, ich weiß den Namen. Das ist ein... Ein weißes Herz. Alles klar. Hätten wir das geklärt. Okay, silberne Herzen. Die sind gut. Sammeln wir hier noch was ein. So. Warte, war das beim Weiß nicht so, dass wenn wir jetzt hier durchgehen, dass das dann zum Ganzen wird? Oder war das bei einem anderen? Oh, die schubst uns einfach weg. Ja! Guck mal, Leute, so dumm bin ich gar nicht. Was sind die Voraussetzungen, um da reinzugehen? Okay. Verdammt. Ja, schönes Spiel. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht spiele. Vielleicht kommt es ja jetzt öfters. Auf jeden Fall ist das so eine Art Let's Test oder so. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, die greifen mich an. Das dachte ich mir beinahe. Aber ich habe die Skills. Ich baller sie alle weg. Oh shit. Oh mein Gott. Alles klar. Aber wir haben schon eigentlich recht viele Leben, muss ich sagen. Dafür, dass wir in der zweiten Ebene sind, läuft es. Läuft es. Es läuft einfach. Ich weiß auch nur, dass man im lokalen Spiel irgendwie so ein Baby spielen kann. Das habe ich auch beim Dizzy gemacht. Da habe ich irgendwie so ein Baby gespielt und ich bin halt die ganze Zeit gestorben und wir kamen halt nicht wirklich weit. Aber es war witzig. Ach, und über TeamViewer sollte man das nicht spielen, das laggt nur. Nur als Info. Was sind das eigentlich für springende Muschis hier? Guck mal, wir haben noch eine Bombe, da können wir das mal kaputt machen. Und dann kriegen wir bestimmt hier, oh ja, ein Herz. Guck mal, Leute, so schlecht war das gar nicht. Ein Schlüssel! Wir haben einen Schlüssel. Oh Gott, sind die dick. Was machen die eigentlich? Springen die? Nee, die explodieren einfach, oder? Ja, ich gehe hier mal. Der hat gefurzt. Herzlichen Glückwunsch, du hast Blähungen.
Was? Ah! Okay, alles klar. Den goldenen Raum waren wir noch nicht, oder? Ich sehe den auf der Map da oben. Hauptsache, wir haben das Leben verloren, so richtig dumm. Ach, wir haben Schlüssel. Nee, vielleicht brauchen wir eine Schlüssel ja für hier. Ja, Leute, ich denke nach. Ah, Tatsache. Oh. Das ist das Buch, das uns stärker macht. Das aktiviere ich mit Leertaste, oder? Das teste ich gleich mal aus. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Wahrscheinlich wird der eine oder andere von euch schon wissen, was da passiert. Locker gleich eng so ein Unheil. Locker werde ich gleich einfach weg. Einfach weggebortet. Einfach weggebortet. Ja, ja. Nein. Ich weiß zwar nicht, was das war oder so, aber nein. Oh Mann. Was soll das? Okay, auf zum Boss. Ah, ich hab die Dinger vergessen. So, wir machen das ganz geschickt. Ja. Total. So, haben wir noch eine Bombe über? Nee. Oh, guck mal, wie die gucken ja so süß. Ja, was weiß ich noch über Binding of Isaac? Es gibt irgendwelche Mods oder so, die man noch spielen kann. Aber ich bezweifle sowieso, dass ich es irgendwie weit schaffen werde in diesen Run. Geschweige denn Let's Test oder Let's Play oder was immer das wird. Ach ja, Leertaste wollte ich testen. Ja, okay. Ah, alles klar. Okay. 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 Alles klar. Dann kann der jetzt eigentlich mal sterben. Wir machen keinen Schaden. Und unsere Tränen, die wir schießen, sind nicht gut. Und mein Skill ist sowieso nicht gut. Ich frage mich gerade, kann man mit seinen eigenen Tränen die Projektile der Gegner kaputt hauen, wenn man dagegen schießt? Einmal bitte die Isaac-Experten in die Kommentare. Okay. Oh mein Gott, ich sterbe halt gleich. Ich bin halt richtig kacke. Okay. Rotten Meat. Okay, ich glaube, das macht uns stärker. Das ist aber nur eine Vermutung. Und dieses Buch würde ich gerne wieder loswerden. Oh ja. Oh, der wird angekackt. Armer Isaac. Tut mir leid. Wenn wir da reingehen, weiß ich, verlieren wir viele Leben und kriegen ein OP-Item oder so. Und das werden wir jetzt machen. Das ist scheiße. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist gegen uns, oder? Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Flammen kaputt mache. Muss ich mich opfern? Kann ich da rein? Gib mir den Kopf! So Leute, das hat sich doch gelohnt, oder? Jetzt haben wir bestimmt zwei Leben oder zwei Herzen verloren. Und haben Goathead. Dieses Item lässt uns aussehen wie eine Ziege. Das war's. Nee, ich weiß es nicht. Oh, das, ja, okay. Ach, da können wir rüber, stimmt. Wir haben uns ja den Weg, gesprengt. Oh ja. Ich bin Profi. So, gehen wir hoch. Nee, wir gehen rechts. Und jetzt geht, oh. Gehen die auch noch runter? Nee. Nee, dann lohnt sich das nicht. Okay. Okay. Dann muss ich jetzt mal MLG machen hier. Okay. Alles klar. Wir sterben halt gleich. Ich bin halt richtig kacke. Ich habe es zwar schon 20 Mal gesagt, aber es ist die Wahrheit. Ich bin schlecht in diesem Spiel. Aber es ist noch nichts verloren. Vielleicht kriege ich ja noch irgendein Item, was mega OP ist. Vielleicht kommen auch Gegner, die mich einfach in die Luft sprengen und töten. Oh Mann. Komm. Komm, komm, komm. Ja, ja. Oh, ja. Ach, Feuer. Stimmt, das können wir ja kaputt machen. Vielleicht gibt es da ja irgendwie, ja, Geld. Geld ist immer gut. Vielleicht kommt er auch in einen Arcade-Raum. In einen Arcade-Raum. Das wäre echt nice. Nice, slice, dice. Okay, hier gibt es nichts. Außer vielleicht ein Secret Shop oder Raum oder irgendwie sowas. Wie immer das auch genannt wird. Okay. MLG. Okay. Oh fuck. Oh mein Gott. Verreck doch bitte einfach. Bitte verreck. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also im Vergleich zu Dizzy bin ich echt kacke. Richtig kacke. Wie? Ach ne, jetzt müssen wir in die Luft springen, denke ich mal. Es
ist meine Vermutung jetzt. So. Übrigens, morgen sollte eigentlich eine weitere Folge Kolat kommen. Die eigentlich heute kommen sollte. Aber ich habe das Spiel nicht installiert. Ich habe sowieso so gut wie gar nichts installiert, weil der PC jetzt neu ist. Und also das System und so. Und das müsste ich dann noch alles installieren. Das geht eigentlich relativ schnell. Deswegen geht es auf die Schnelle jetzt hier nur mit Isaac. Bevor ihr gar nichts habt. Ja. Oh. Ich hoffe nur, dass es auch mit dem Rendern funktioniert. Da müsste ich nämlich auch alles neu einstellen. Mit dem lieben Camtasia Studios. Hat auch mal ein paar Probleme gemacht damals. Das Programm kackt auch gerne mal bei mir ab, wenn ich ganz viele Szenen so in einen packe. Und dann muss ich immer das ganze Programm neu starten. Wiederherstellen. Und dann brauche ich für ein Video, um das zu schneiden, brauche ich dann einfach mal 2 Stunden. Was dann letztendlich nur 20 Minuten sind oder so. Das ist voll ätzend. Okay, ich habe schon viele Bosse gesehen. Das heißt viele, ein paar. Aber der hier sagt mir einfach mal überhaupt nichts. Der kam doch bestimmt mit einem Update dazu oder so. Aber wir kriegen das hin. Guckt euch das an. Der macht nicht mal Schaden hier. Okay, vor denen habe ich Angst. Den würde ich gerne erstmal wegmachen, bevor wir weiterhin auf den raufgehen. Wir haben halt keine... keine Bombe. Okay. Oh, lol. Zum Glück sieht er nur... Oh Gott, war das... Oh mein... Alter, stopp! Stopp! Ich werde sterben. Oh mein Gott. Oh mein... Oh mein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Oh mein Gott. So, das soll als kleiner Test erstmal reichen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und morgen gibt es dann als Entschuldigung, dass dieser Part hier so kurz war, ein Video. Sprich, am Freitag. Und Samstag soll mein Special kommen. Was ich hoffentlich irgendwie hinkriege, weil ich habe noch nicht mal angefangen. Aber ich gebe mir Mühe. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.